Hey und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es eines, das schon sehr, sehr lange angefragt war und ich entschuldige mich dafür, dass es erst jetzt kommt, aber ich habe es einfach immer wieder verpeilt. Ich wurde in meinem letzten Q&A gefragt, ob mir schon mal so ein richtig krasser Haarfail passiert ist und da diese Geschichte etwas zu lang ist, um sie eben in das Q&A reinzupacken, habe ich euch einfach gefragt, ob ihr sie in Form eines Storytime-Videos sehen wollt und da sehr, sehr viele dafür waren, gibt es dieses Video heute für euch. Die meisten von euch werden mitbekommen haben, dass ich meine Haare jetzt gerade auch geschnitten habe. Das habe ich zum Teil auch zum Anlass genommen, euch diese Geschichte hier zu erzählen. Denn ziemlich genau auf diese Länge und sogar noch ein Stück kürzer, glaube ich, wurden sie mir unfreiwillig abgeschnitten. Und wie es dazu kam, das erzähle ich euch jetzt. Als das Ganze passiert ist, war ich ca. 15 bis ich glaube sogar schon 16 Jahre alt. Jetzt bin ich 20, also ist das Ganze schon ein bisschen her. Ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht, also bitte seid mir nicht böse, wenn das ganze Video nicht allzu flüssig wird. Ich muss ein paar Mal nachgucken, damit ich hier keinen Blödsinn rede. Als wichtigste Info zum Beginn gleich mal, ich hatte zu diesem Zeitpunkt, als das passiert ist, hüftlange Haare. Also sie gingen wirklich schon über den Bauchnabel bis zum Hüftknochen circa und ich war richtig, richtig stolz drauf. Sie waren an den Enden zwar schon ein bisschen kaputt, aber sie waren eigentlich noch voll okay. Und sie waren auch nicht alle gleich lang, sondern vorne hatte ich so einen leichten Pony. Also es war irgendwie so ein dezenter Übergang, der das so ein bisschen weicher machen sollte. Aber ich glaube, das vorne war schon mindestens bis hierher lang und ich wollte einfach mir so ein bisschen einen Pony schneiden, aber natürlich, schlau wie ich bin, wollte ich nicht zum Friseur gehen, weil die meisten Friseurbesuche nie so geendet haben, dass ich wirklich zufrieden damit war. Deswegen dachte ich mir, ach komm, willst ja nur ein bisschen irgendwie was wegschneiden, ist ja kein Problem, das schaffst du schon. Habe ich auch schon x-mal gemacht, es hat immer funktioniert. Und ich habe mir dann einfach eine Friseurschere, die ich sowieso schon zu Hause hatte, geschnappt und habe dann angefangen, eben hier so ein bisschen abzuschneiden. Und da ich ja sowieso schon so einen leichten Übergang nach unten hatte, dachte ich mir, mache ich das nochmal ein bisschen stärker. Und plötzlich hatte ich das hier alles so abgeschnitten in der Hand. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt zwar um einiges mehr Haare als jetzt. Also ich hatte bestimmt das Doppelte bis Dreifache an Haarvolumen, als ich jetzt habe. Und da war, ja, man muss denken, dass das jetzt circa die Hälfte von meinen Haaren, die ich jetzt habe. Und die waren plötzlich so lang. Und das war zwar zu dem Zeitpunkt nicht die Hälfte, sondern nun Viertel, Sechstel. Aber es war doch einiges und man sah es auch ziemlich deutlich. Also die fielen auch da nach unten über die Schulter. Und ich habe das am Anfang überhaupt nicht mitbekommen. Ich dachte, ich hätte da nur so ein Stück abgeschnitten. Und ich habe nicht ganz gecheckt, da ich zu faul war, die irgendwie abzuteilen, dass ich so viel erwischt hatte. Und dann habe ich halt alle Haare nach vorne geholt, um zu gucken, wie das so aussieht. Und habe erstmal den Schock meines Lebens bekommen, dass da so viele Haare so krass weggeschnitten sind. Ja, dann habe ich erstmal nach meiner Mama gerufen und gesagt, bitte, bitte hilf mir, sag mir, dass du das retten kannst. Die war komplett geschockt, hat geschimpft ohne Ende. Die fand nämlich meine Haarexperimente in dem Alter alle gar nicht so lustig. Ich hatte nämlich zu dem Zeitpunkt gerade ziemlich kurz vorher meine Haare auch heimlich dunkelbraun gefärbt, beziehungsweise anfangs waren sie schwarz, das ist auch nochmal eine längere Geschichte. Und dafür hatte ich relativ kurz vorher schon ziemlichen Ärger bekommen, deswegen war sie minder begeistert, dass ich jetzt schon wieder irgendwas mit meinen Haaren angestellt hatte. Auf jeden Fall hat sie dann irgendwie versucht, es mit der anderen Seite auszugleichen, aber es sah halt schon ziemlich krass aus. Sie hat gemeint, sie traut sich da jetzt auch nicht so viel wegzuschneiden. Sie hat Angst, dass sie es nur noch schlimmer macht und wir sollen auch einfach mal zum Friseur gehen. Ich und Friseure, ja, habe ich schon erwähnt, ich mag das nicht so wirklich, irgendjemand anderes an meine Haare ranzulassen. Aber wir waren dann bei einer Friseurin, wo meine Mutter schon seit 20, 25 oder 30 Jahren ist, also schon wirklich lange. Und ich war da als Kind auch wirklich immer, die kennt mich schon seit klein auf und hat auch eigentlich ein relativ gutes Gespür. Nur so hundertprozentig zufrieden war ich, wie gesagt, nie, aber ich bin da auch echt kompliziert, mir kann es da keiner so wirklich recht machen, deswegen mache ich es im Endeffekt eben auch ganz gern selbst.
Auf jeden Fall sind wir da hingekommen, die auch erstmal Schock bekommen, als sie das gesehen hat. Sie hat es dann probiert. Friseure sagen ja immer, sie schneiden irgendwie so viel ab, Spitzen halt. Im Endeffekt war es so viel. Ja, ich wollte gar nicht in den Spiegel gucken. Ich habe einfach die ganze Zeit die Augen zugemacht und gebetet, dass irgendwas halbwegs Gutes dabei rausschaut. Im Endeffekt habe ich die Augen geöffnet und sie meinte nur so, ja, also sie hat es jetzt probiert, aber schau mal selber. Und sie waren einfach mal so kurz. Das war wirklich so einer der schlimmsten Momente für mich. Inzwischen bin ich, was meine Haare betrifft, nicht mehr so heikel, aber zu dem Zeitpunkt waren meine Haare alles für mich. Ich habe es geliebt, mir extrem aufwendige Flechtfrisuren, Hochsteckfrisuren zu machen. Und das war eben mit diesen langen Haaren richtig, richtig cool. Und dann waren sie so kurz und ich habe einfach nur geheult. Das klingt richtig blöde eigentlich. Also jetzt würde ich wegen Haaren auch nicht mehr unbedingt zu heulen anfangen. Aber zu dem Zeitpunkt war das schon echt hart für mich. Und ja, dann hatte ich plötzlich von wirklich hüftlang so kurze Haare. Ich hatte auch danach nie wieder so langes Haar. Das lag dann aber am nächsten Fail, denn ich konnte es mal wieder nicht lassen. Wir sind dann nach Hause gekommen. Ich komplett geheult, ohne Ende, mich in mein Zimmer gesperrt, geflucht, alles, die Welt komplett verflucht. Dann saß ich da so und irgendwann habe ich dann eine Freundin angerufen und der das alles erzählt. Und die meinte dann eben so, ja, komm rüber und wir quatschen drüber und bla bla bla. Und die hatte dann eine ganz tolle Idee. Und zwar habe ich ja schon erwähnt, ich hatte eben relativ kurz vorher sie mir dunkelbraun gefärbt und eigentlich war ich damit relativ zufrieden, aber das hätte eigentlich so ein Schokoladenbraun mit so einem leichten Rotstich werden sollen. Hat aber bei meinen Haaren irgendwie nicht so funktioniert, sondern war dann irgendwie so ein komisches, ja, wie es sich rausgewaschen hat, langsam so ein Aschbraun, irgendwas ganz komisch. Und sie meinte dann, ja, sie hat noch irgendwo eine Tönung von ihrer Mutter. Das ist halt so ein Rot und wenn wir das einfach die Hälfte der Zeit einwirken lassen, dann ist das bestimmt genau das, was ich wollte, schon von vornherein. Und das wird mich jetzt bestimmt aufmuntern, wenn ich wenigstens die Haarfarbe habe, die ich unbedingt haben wollte. Ich habe natürlich gesagt, ja klar, weil eigentlich war eh schon alles egal. Also ich war einfach nur todunglücklich, so wie meine Haare zu diesem Zeitpunkt waren und wollte einfach wenigstens so einen kleinen Lichtblick haben und mich irgendwie mit ihnen abfinden. Und irgendwie erschien es mir zu dem Zeitpunkt total plausibel, dass wenn man einfach die Hälfte der Einwirkzeit das drin lässt und das überbraun färbt, dass das dann so ein rotbraun, kastanienbraun oder so wird. Ich war ziemlich dämlich, denn wir haben das einfach mal gemacht, alles schön nach Packungsbeilage, bla bla bla. Haben es dann doch ein bisschen länger als die Hälfte der Zeit, also ich glaube wirklich ziemlich genau die Einwirkzeit drin gelassen, die es sein sollte. War keine gute Idee. Wir haben es ausgewaschen und statt dass es einen leichten Rotstich ergeben hat, waren meine Haare feuerrot. Und zwar richtig hässlich. Sie waren fleckig, sie waren an manchen Stellen richtig hellrot, da sich ja das Braun aus meinen blonden Haaren schon leicht rausgewaschen hatte. Und es sah einfach richtig, richtig schlimm aus. Es sah an manchen Stellen aus, als hätte ich irgendwie so orange, rote Flecken in meinen Haaren und es war einfach so bisschen pumuckelrot. Ich wieder nur am Heulen, einfach absolut verzweifelt. Und mein Ansatz auch total gebrannt und keine Ahnung was, meine Kopfhaut hat diese Tönung absolut nicht vertragen. Ich habe versucht, das dann alles auszuwaschen. Davon wurde die Farbe eigentlich nur noch schlimmer, denn es wurde alles irgendwie immer heller. Ich habe sie, glaube ich, 4-5 Mal einschamponiert und im Endeffekt war es dann so ein, ja, ziemlich helles Rot bis schon fast Karottenorange an manchen Stellen. Und ich habe mich nicht nach Hause getraut. Ich saß dann aber bei meiner Freundin, es war irgendwie nachmittags oder so und ich war richtig, richtig verzweifelt und dachte mir, meine Mutter rastet komplett aus, wenn ich so jetzt nach Hause komme.
Das geht einfach nicht. Wenn ich so nach Hause komme, kriege ich den Hausarrest meines Lebens. Ich kann es vergessen, bis ich 65 bin, irgendwo hinzugehen und mich mit Freunden zu treffen. Also, was mache ich jetzt? Im Endeffekt bin ich wieder zu der Friseurin, wo ich am gleichen Tag schon war. Bin zu der hingekommen, komplett beschämt, weil ich sie ja auch kannte. Und hab dann gemeint, hi, ja, ich war gerade schon da und du siehst ja, was ich da so gemacht habe. Ich dachte, vielleicht gefällt es mir dann besser. Die hat mich einfach nur ausgelacht. Ich habe sie einfach nur darum gebeten, dass sie mir hilft, irgendwas daraus zu machen, was nicht so schrecklich aussieht. Ich glaube, ich habe kein Foto mehr davon. Ich weiß, dass diese Freundin von mir ein Foto gemacht hat, einfach nur, um mich daran zu erinnern, dass ich sowas nie wieder mache. Also vielleicht finde ich ja doch noch was, aber eigentlich sollten alle diese Fotos vernichtet worden sein. Ich auf jeden Fall wieder beim Friseur und habe mir dann gedacht, okay, ich wollte ja eigentlich doch rot und ich will eben so einen braunen, rotstichigen Ton. Im Endeffekt habe ich mich dann für so ein dunkles Weinrot entschieden, einfach weil sie auch meinte, dass mir das wahrscheinlich ein bisschen besser stehen wird und auch gesagt hat, dass sich das dann wahrscheinlich durch meine Haare irgendwie auch ins Bräunliche entwickeln wird. Also ich weiß nicht mehr genau. Wir haben uns auf jeden Fall dafür entschieden, irgendwas Dunkles zu nehmen, damit dieses krasse Rot einfach mal überdeckt wird. Und nur braun war mir eben auch viel zu langweilig. Deswegen, ja, wurde es dann das. Und ich war ziemlich happy mit dieser Farbe, muss ich schon echt sagen. Also es sah ziemlich Hammer aus. Ich habe die Zeit mit der Farbe geliebt. Ich habe sie mir auch immer wieder nachgefärbt und ja, ich habe quasi diese Haarlänge damit überlebt. Also wie gesagt, inzwischen schneide ich sie mir freiwillig so kurz. Aber das Problem war, durch dieses Färben, durch dieses immer wieder mehr Färben, also das erste Mal war ja zum Glück eine Tönung, aber das war dann eine richtige Farbe, damit eben dieses Orange und sowas richtig vernichtet wurde, sind mir meine Haare büschelweise ausgefallen. Ich habe ja vorher schon erwähnt, ich hatte das Doppelte bis Dreifache an meinen Haaren. Ja, habe ich leider nicht mehr. Also deswegen färben würde ich sie mir wirklich nie, nie wieder. Ich bin froh, dass ich sie mir auch damals nicht blondiert habe. Das wäre nämlich auch eine Möglichkeit gewesen. Aber da waren wir uns zum Glück beide einig, dass das wahrscheinlich meine Haare nur noch mehr schädigt. Die waren nämlich wirklich zu dem Zeitpunkt, wo wir sie eben überfärbt haben, richtig kaputt. Und ja, also das würde ich wirklich keinem empfehlen, so oft drüber zu färben. Das Ding war nämlich auch, meine Haare waren schon so angegriffen und vor allem auch die Kopfhaut, dass es ein paar Färbungen gedauert hat, bis meine Haare dieses Rot überhaupt noch angenommen haben. Also die wollten einfach nicht mehr, keine Ahnung. Aber ich glaube, es musste 2 bis 3 Mal drüber gefärbt werden, bis vor allem mein Ansatz diese Farbe angenommen hat. Ja, war nicht lustig. Das nächste Problem war nämlich auch, dass dadurch, dass ich sie mir so dunkel gefärbt hatte, mit eben auch noch so Rotstich und allem Möglichen, und meine Haare zu dem Zeitpunkt von Natur aus sogar noch heller und blonder waren als jetzt, hat mein Ansatz einfach ausgesehen, als hätte ich graue Haare. Es war wirklich, wirklich schlimm, wenn der rausgewachsen ist. Erst wenn er ein bisschen größer war, hat man gesehen, dass es wirklich blond ist. Und auch meine Augenbrauen sind von Natur aus nicht so dunkel, wie sie jetzt geschminkt sind, sondern quasi nicht vorhanden. Die sind einfach komplett hellblond. Wie ich mir das allererste Mal die Haare gefärbt habe in dunkelbraun, war ich so schlau, mir meine Augenbrauen mitzufärben. Wie ich sie mir rot gefärbt habe, war ich aus irgendwelchen Gründen nicht so schlau. Denn irgendwie mit 16 hatte ich noch nicht so ganz verstanden, wie viel Augenbrauen in einem Gesicht wirklich ausmachen. Deswegen hatte ich die da irgendwie noch nicht wirklich nachgezogen, beziehungsweise nur so ganz wenig, also wirklich kaum sichtbar. Also eine Zeit lang bin ich wirklich furchtbar rumgelaufen mit blondem Ansatz, roten, teilweise dann auch schon ausgewaschenen, von der Sonne ausgeblichenen Haaren und keinen Augenbrauen. Und ja, ich war richtig stylisch mit 16. Muss ich schon sagen. Es würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, was ihr denn so für Phasen mit euren Haaren durchgemacht habt. Habt ihr auch so viel Blödsinn gemacht wie ich? Ich bin inzwischen echt so, dass ich
sie gar nicht mehr färbe. Ich habe auch überhaupt keinen Bock drauf. Wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, finde ich es richtig lustig, dass ich diese Haarlänge, die ich jetzt auch gerade habe, so sehr gehasst habe und jetzt schneide ich sie mir freiwillig. Das Ding ist aber auch einfach, dass ich das Gefühl habe, wenn ich meine Haare mit der Haardichte, die ich jetzt gerade durch das Färben habe, länger trage, dann sieht es einfach nicht so gut aus. Ich finde eigentlich, dass mir diese Haarlänge inzwischen auch ganz gut steht. Als Teenager verstehe ich es teilweise, dass ich es nicht ganz so geil fand, denn da hatte ich auch noch ein bisschen breiteres Gesicht. Also da hat die Haarlänge nicht unbedingt was dazu beigetragen, dass es besser aussieht. Dadurch, dass es jetzt ein bisschen schmaler geworden ist, glaube ich, sieht es auch noch mal besser aus als früher. Da haben eben die langen Haare mein Gesicht doch noch ein bisschen mehr gestreckt. Aber ja, also ich finde es einfach lustig und gerade weil ich sie mir jetzt abgeschnitten habe, musste ich immer wieder daran denken, wie oft ich es verflucht habe, dass ich mir einfach nur einen verdammten Pony schneiden wollte. Ich habe seit diesem Tag mir auch nie wieder die Haare geschnitten, ohne sie vorher abzuteilen. Also das mache ich wirklich immer, 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 bevor ich da irgendwas mache, auch lieber erst ganz, ganz wenig abschneiden, bevor ich gleich so ein fettes Stück nehme und abschneide. Ja, nein, den Fehler mache ich echt nicht mehr. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass euch die Story ein wenig unterhalten konnte. Ich habe sie wirklich nur erzählt, weil es sich so viele Menschen gewünscht haben. Ich weiß nicht, eigentlich finde ich sie persönlich nicht so spannend. Damals war es ein großes Drama, inzwischen gehe ich da relativ locker mit um, aber ja, mein 15-, 16-jähriges Ich fand das damals echt nicht geil. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es einige unter euch gibt, deren Haare für sie einfach komplett heilig sind, so wie für mich damals auch. Deswegen werden diese Leute mich vielleicht verstehen können, beziehungsweise mein damaliges Ich verstehen können. Aber ja, es ist einfach eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben hinterlassen würdet. Dann weiß ich, dass euch sowas gefällt. Ich habe nämlich überlegt, vielleicht ein paar mehr Storytime-Videos mit euch zu teilen. Mal gucken, je nachdem, wie dieses Video bei euch ankommt. Und ansonsten findet ihr jetzt hier an der Seite meine beiden letzten Videos. Da würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr da vorbeischauen würdet. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, würde ich mich natürlich umso mehr freuen, wenn sich das heute noch ändert. Ansonsten bleibt mir eigentlich nicht viel mehr zu sagen, außer ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!